Freunde des Mountainbikesports, ich grüße euch recht herzlich. Ja, ich habe mich vor einiger Zeit entschlossen, meine alten Videofilme von 30 Jahren Mountainbike wieder frisch zu schneiden, ein bisschen herzurichten und auf einem eigenen YouTube-Kanal zur Verfügung zu stellen. Aber ein klein wenig Information zur Vorgeschichte begonnen hat das Ganze, wie gesagt, vor 28, 29, fast 30 Jahren mit den ersten Mountainbikes, die wir uns gekauft haben und immer dabei dann eigentlich schon bald eine sehr kompakte kleine Sony-Kamera, gefolgt von einer Hi8-Kamera, die natürlich schon auch ein gewisses Gewicht bedeutet hat und glücklicherweise gab es dann doch einige Zeit später die ersten Digitalkameras, die ich natürlich auch noch habe, die ich zu meinen Schätzen zähle, die immer auch noch funktioniert. Es folgte dann eine sehr kompakte Kamera, die auch schon wasserdicht, staubfest und outdoorfähig ist, aber natürlich immer noch einen gewissen Aufwand beim Transport bedeutet. Heute sieht das Ganze ganz anders aus. Heute filmen wir entweder direkt mit dem Smartphone, gelegentlich begleitet uns auch eine Drohne, die für schöne Aufnahmen sorgt und ganz neu jetzt das Nonplusultra für unsere Filmerei im 2018 ist natürlich die Hero 6. Mit ihren ganzen Qualitäten, die ich euch ja nicht zu schildern brauche, ihr kennt das Ganze ja. Ja, wie gesagt, einige Aufnahmen sind dabei, die sicherlich qualitativ jetzt nicht einen vom Hocker reißen. Es sind auch Passagen immer wieder, die fehlen, weil diese Teile damals einfach auch nicht wasserdicht und eigentlich nicht outdoorfähig waren. Also wenn es mal einen ganzen Tag geregnet hat, dann konnte man im Prinzip auch nicht filmen. Aber trotzdem sind es, denke ich, vor allem für die, die dabei waren und vielleicht auch für den anderen, der auf meinem Kanal stößt, schöne Erinnerungen, weil wir ja eigentlich immer viel Spaß hatten bei unseren ersten Alpenüberquerungen mit damals 1,9er Bereifung, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es gab natürlich auch noch keine E-Bikes, es gab keine Full Suspensions, es gab noch nicht mal Federgabeln in der Anfangszeit und trotzdem hatten wir einen unglaublichen Spaß bei unseren ganzen Touren und ein bisschen was von diesem Spaß wünsche ich euch jetzt auch beim Betrachten dieser Videos. Auf Wiedersehen, macht's gut!